Olympic Pyeongchang 2018. Pechstein will jetzt Peking 2022 angreifen. 1602. 2018. 14.51 Uhr. Mit einer Medaille wollte sie Olympiageschichte schreiben. Doch unsere Eisolde Claudia Pechstein, 45, verpasst diese erhoffte Medaille über die 5000 Meter deutlich. Nur Platz 8. Eine Enttäuschung, nichts ist es mit ihrer insgesamt 10 olympischen Medaille. Pechstein erklärt, ich habe versucht, gleichmäßig zu laufen. Das ging nicht lange gut. Siegen oder sterben, bei mir ging es in Richtung Sterben. Ich bin nicht Letzte geworden, da kann ich fast schon wieder happy sein. Ob Vierte, Fünfte oder Sechste ist scheißegal, Medaille oder gar nichts. Gold geht überraschend an die junge Niederländerin Esmewe, 22, nur Silber an die Top-Favoritin Martina Sablikova, 30/Tschechin. Zu Bronze läuft die Russin Natalia Voronina, 23, von Rücktritt will Pechstein nichts wissen, im Gegenteil, jetzt will sie zu den Spielen 2022 in Peking. Ich habe es versucht, jetzt greife ich in 4 Jahren nochmal an. Es wären die 8. Spiele für Pechstein, dann würde sie während der Wettkämpfe ihren 50. Geburtstag feiern. Bis dahin will sie wirklich weitermachen? Pechstein, ja. Wenn ich bis dahin noch lebe und mich qualifiziere. Ja. Trotz Blech, es gibt auch etwas zu feiern für Pechstein. 7 Olympiateilnahmen schaffte im Winter noch keine Frau. Seit 1992 startete Pechstein bei nahezu allen Winterspielen. Nur die Spiele in Vancouver verpasste sie, weil der Weltverband sie zwischen 2009 und 2011 für 2 Jahre sperrte. Sie war ohne positiven Dopingtest wegen eines erhöhten Blutwertes gesperrt worden, wehrt sich seit Jahren auf allen Ebenen dagegen. Inzwischen ist eine vom Vater geerbte Blutanomalie laut medizinischem Gutachten der Grund ihrer Werte. Vom DOSB ist sie daher längst rehabilitiert, wurde sogar als mögliche Fahnenträgerin nominiert. Als 2016 trainierte Pechstein in ihrem eigenen Privatteam mit 4 Männern und US-Koch Peter Müller, 63. Die jährlichen Kosten dafür, ein 6-stelliger Betrag, trugen private Sponsoren, Lebensgefährte Matthias Große, 50, fungierte als Teamchef. Die Medaillenbelohnung blieb aus. Stand jetzt hat sie aber noch 2 Chancen, im Teamwettbewerb und im Massenstart. Und wenn das nicht klappt, bleibt ja noch Peking 2022.